Imbiss für Sie. Dankeschön, Fräulein Krause. Sir, ich brauche immer noch diese Unterschrift. Moment, Augenblick mal. Ich war zuerst hier. Gouverneur, unser Problem besteht darin, dass die Schülerzahl sich verringert hat und einige Schulen nicht mehr ausgelastet sind. Das ist ja fürchterlich. Sag ich doch. Ich finde in diesem Sandwich nicht eine einzige Tomate. Das ist nun wirklich eine Katastrophe. Das tut mir leid, Gouverneur. Jeden Tag bringen Sie mir ein Schinken-Käse-Sandwich mit Tomate. Und was bringen Sie mir heute? Erst eine Tomate macht doch ein Schinken-Käse-Sandwich zu einem Schinken-Käse-Sandwich. Sie haben völlig recht, Sir. Das setzt natürlich voraus, dass zunächst einmal anständige Tomaten vorhanden sein müssen. An meinen Tomaten gibt es nichts auszusetzen. Könnten wir nicht zumindest die Diskussion über Tomaten vorläufig aussetzen? Ich hoffe, dass wir jetzt zum ursprünglichen Thema zurückkehren können. Benson hat recht. Kommen wir zurück zur Tagespolitik. Ich schmier Ihnen schnell ein neues Sandwich. Hey, hören Sie sich das mal an. Kann das nicht warten? Gouverneur, wie würde es Ihnen gefallen, einen Roboter zu haben? Ich brauche eigentlich dringend eine Tomate. Nein, ich rede von Jasmine Industries und ihrem mobilen Mikroprozessor. Sie nennen ihn Jim. Ja, ich habe darüber gelesen. Es handelt sich um den höchstentwickelten computergesteuerten Roboter, den es je gab. Und wir haben ihn für einen ganzen Monat. Ich dachte, es wäre eine gute Publicity für die Wissenschaftsausstellung. Nun, ich weiß nicht, Pete. Was genau kann dieser Roboter denn alles für uns erledigen? Ja, kann er für mich zu Besprechungen gehen? Nein, aber er macht alles Mögliche. Er kann sogar Küchenarbeit verrichten. Na, vergessen Sie es, Pete. Eine Maschine, die in der Lage wäre, mich zu ersetzen, müsste erst noch erfunden werden. Dabei wäre das ein Gewinn für uns alle. Eins steht fest, wenn ich auch nur einen falschen Mucks von diesem sprechenden Toaster höre, verpasse ich ihm einen Kurzschluss. Schön, kommen wir zurück zum Thema. Also, Sie sind mit dem Roboter einverstanden? Geht in Ordnung, Pete. Lassen Sie ihn anrollen. Großartig. Also, um noch einmal auf das Thema zu kommen. Ja, Sir, ich brauche wirklich nur noch diese Unterschrift. Was ist los, Sir? Tomate oder nicht Tomate? Ich muss erst was essen. Bis gleich. Sir? Tja, ich weiß wirklich nicht, wieso ich mir das noch gefallen lasse. Es gibt Wirtschaftsbetriebe, die um meine Dienste betteln würden. Und die bereit wären zu zahlen, was ich wirklich wert bin. Eine gibt's sicher. Aber ob Sie von der Bezahlung leben könnten? Mal wieder kein Kaffee da. Kraus! Der Kaffee wird seinen Bauzyklus in einer Minute und 20 Sekunden beendet haben. Waren Sie etwa im Schönheitssalon, Kraus? Ich bin nicht die biochemische Einheit Kraus. Ich bin Jim, der mobile Mikroprozessor von Jasmine Industries. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Ich bin Benz. Ich bin erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ja, enchanté. Oh, du sprichst also auch Französisch. Tatsächlich spreche ich 16 Sprachen und 41 Dialekte. Computersprachen nicht mitgerechnet. Der Kaffee ist fertig. Guten Morgen, Kraus. Auf Wiedersehen, Benson. Ich bin schon weg. Ich hoffe doch, ich bin der Anlass. Sie bilden sich ja ständig ein, dass sich alles nur um Sie dreht. Ich freue mich auch so, Kraus. Der Grund, weshalb ich weggehen kann, guter Freund, ist, dass Jim die ganze Arbeit für mich erledigt hat. Er ist die beste Hilfskraft, die ich jemals hatte. Vielen Dank, Frau Kraus. Nein, Jim, ich habe dir zu danken. Ich kann mir heute Morgen frei nehmen und mal wieder in den Zoo gehen. Heimweh? Jetzt haben Sie es mal wieder geschafft. Danke. Gut, für einen Moment dachte ich schon, ich hätte was falsch gemacht. Auf Wiedersehen, Jim. Das ist schon sehr beeindruckend, Jim, aber ich könnte mir vorstellen, dass du oft einen steifen Hals hast. Gelegentlich knirscht bei mir ein Kugellager. Oh, das muss bestimmt sehr schmerzhaft sein. Wie funktionierst du überhaupt? Wozu sind diese Knöpfe da? Warnung, bitte berühren Sie meine Input-Vorrichtung nicht. Entschuldigung. Wenn man deine Input-Vorrichtung nicht berühren soll, darfst du sie nicht so rumflackern lassen. Hallo, du Hübscher. Auch hallo, Denise. Oh, hallo, Benson. Ich habe heute Morgen die Ausgabenschätzung für das Schulbudget von der Datenverarbeitung bekommen. Sagen Sie mal her. Wie Sie sehen können, ist das alles in Schulbezirke unterteilt worden. Ja, aber die Maschine hat über den Rand hinausgetippt. Ich kann nicht erkennen, was die Gesamtsumme ist. Oh, ich addiere das schnell. 331.680.419 Dollar und 36 Cent. Ui, ein Jammer, dass ihr keine Kinder haben könnt. Jim, du bist sagenhaft.
Wenn du auch noch Klavier spielen könntest, wäre ich wirklich neidisch. Springen Sie auf meine Plattform, Denise. Lassen Sie uns Boogie tanzen. Jim. Jim. Oh, hallo, Benson. Passen Sie auf. Was für eine Zahl ergibt die Quadratwurzel aus einem Zwanzigstel von 754.000? 194,16487. Sowas. So geht das schon den ganzen Morgen und er hat immer recht. Ich kann ihn einfach nicht auf dem falschen Fuß erwischen. Gouverneur, wir sollten endlich mal unsere Unterhaltung über das Schulbudget fortsetzen. Keine Zeit, Benson. Ich bin auf dem Weg zum Kapitol. Na gut, wie wär's beim Mittagessen? Nein, da bin ich im Club. Aber legen Sie den Vorgang auf meinen Schreibtisch. Ich werde ihn mir später ansehen. In Ordnung. Ich werde mir den Nachmittag für Sie freihalten. Eine Sache noch, bevor ich gehe. Jim, sag mir, welcher Bundesstaat hatte 1957 die größte Anzahl von Milchkühen? Wisconsin, 1.812.000. Los, versuchen Sie mal Ihr Glück, Benson. Gerne. Sag uns Ihren Namen, bitte. Das scheint mir einigermaßen unwahrscheinlich, Jim. Wie kommst du zu dieser Schlussfolgerung? Die genannten Variablen voraussetzend projiziere ich, dass die gegenwärtige Situation mindestens noch 8 Wochen anhält. Du glaubst wirklich, dass die White Sox nicht zu schlagen sind? Gouverneur, haben Sie vielleicht jetzt etwas Zeit? Unsere Diskussion ist beendet. Sie dürfen jetzt eintreten. Dankeschön. Klar, Benson, kommen Sie herein. Jim und ich haben gerade über Baseball gesprochen. Er weiß einfach alles. Das ist selbstverständlich. Mein Schöpfer ist ein Sportenthusiast und Fitnessexperte. Ah ja, ich würde wetten, dass mein Schöpfer deinen Schöpfer um Längen schlägt. Also, was wollten Sie mit mir besprechen? Gouverneur, ich habe noch einige Schwierigkeiten mit dem Schulbudget und ich fürchte, wir werden eine Fristverlängerung benötigen, bevor wir es dem Parlament vorlegen können. Eine Fristverlängerung? Benson, wir sind jetzt schon in Verzug und der Haushalt kann doch nächsten Montag nicht ohne Schulbudget verabschiedet werden. Ich weiß, aber ich möchte keine übereilten Entscheidungen treffen. Nun, ich habe die meisten Ihrer Budgetdaten mit Jim überprüft und ich denke, er könnte Ihnen behilflich sein. Ja, vielleicht, aber es geht um mehr als Fakten und Zahlen. Na gut, dann rufe ich jetzt Senator Chapman wegen der Fristverlängerung an. Okay, und ich werde mich weiter mit dem Budget herumschlagen. Aber Benson, überwinden Sie Ihre Bedenken und arbeiten Sie mit Jim. Er ist der Mitarbeiter der Zukunft. Ja, so stelle ich mir den auch vor. Blank poliert und mit einem Wasserkopf. Benson, Benson, ich kann einfach nicht glauben, dass Sie die Arbeit an dem Schulbudget immer noch nicht abgeschlossen haben. Danke für Ihren Besuch, Clayton. Und auf Wiedersehen. Sie wissen doch, eine solche Verzögerung könnte den Gouverneur teuer zu stehen kommen. Werden Sie jetzt hier freiwillig rausgehen oder muss ich erst einen Exorzisten rufen? Wie Sie wollen, Benson. Hoffentlich hast du die Klobrille heil gelassen. Ich habe Ihre Hygieneeinheit repariert. Oh, das ist ja fantastisch. Alle drei zusammen. Ich mache ein paar Fotos. Ich habe einen neuen Film eingelegt. Sie machen besser eine Fliege und legen einen Wandertag ein. Also kommen Sie, Benson. Der Roboter ist die beste Idee, die ich in diesem Jahr hatte. Geben Sie mir eine Chance. Ich habe keine Zeit, Pete. Ich werde ein paar Schnappschüsse machen. Ich habe hier Arbeit zu erledigen. Ja, Arbeit, die schon vor langer Zeit hätte erledigt werden müssen. Und wenn Jim sie gemacht hätte, wäre sie wahrscheinlich schon erledigt. Wahrscheinlich würde er die gesamte Arbeit des Finanzdirektors etwas effektiver tun. Habe ich nicht recht, Jim? Basierend auf einem Leistungsfähigkeitsvergleich zwischen einem Menschen und einem mobilen Mikroprozessor von Jasmine Industries ist das eine logische Aussage. Jim, du beginnst mir auf die Nerven zu gehen. Jim, könntest du vielleicht etwas rumfahren und deinen Arm um Benson legen? Okay, das reicht, Pete. Sie und der Blechkasten ziehen Leine und die Vogelscheuche können Sie auch gleich mitnehmen. Es ist wirklich im höchsten Maße erstaunlich, wie sich manche Menschen von der modernen Technik bedroht fühlen können. Wem sagen Sie das? Komm, Jim, was Besseres als den Tod finden wir überall. Ah, Jim, hier steckst du. Ich habe schon im ganzen Haus nach dir gesucht. Oh, Gouverneur, haben Sie mit Senator Chapman schon über die Fristverlängerung gesprochen? Ja, er sagt sie Ihnen zu. Sehr gut. Allerdings nicht, bevor die Hölle zufriert. Hören Sie, Benson, ich möchte nicht, dass Chapman die Oberhand gewinnt. Deshalb werde ich diesmal Jims Vorschlag übernehmen. Entschuldigung, Sie werden was tun? Bleiben Sie ruhig, Benson. Sie sollten sich zumindest anhören, was er zu sagen hat. Sehen Sie, er ist der Meinung... Nun, es ist deine Idee, Jim. Es ist wohl besser, du erklärst es ihm.
Alle Schulen, die zurzeit keine 65-prozentige Auslastung vorweisen können, werden geschlossen. Könnte es die Schüler nicht verwirren, wenn sie zum Unterricht gehen und die Tür nicht aufbekommen? Diese Schüler werden selbstverständlich auf andere Schulen verteilt, sodass alle Lehranstalten dieses Staates mit annähernd 100-prozentiger Auslastung betrieben werden können. Ist dir eigentlich bewusst, dass wir hier von Menschen sprechen, du Blechdose? Benson, Jim versucht nur, uns etwas zu helfen. Also, Gouverneur, unser erster Gedanke sollte wirklich nur dem Wohlergehen der Schüler gelten. Ja, natürlich, das finden wir auch. Wir? Darum möchte ich, dass dieses Budget so schnell wie möglich durchkommt, denn wir müssen einfach sparen. 1,1 Millionen, um genau zu sein. Musst du immer dazwischen quasseln, du Intelligenzbestie. Benson, ich habe bereits meinen Entschluss gefasst. Jims Fähigkeiten sind einzigartig und ich glaube, dass sein Lösungsvorschlag der praktikabelste sein wird. Aber Gouverneur... Das wäre dann alles, Benson. Schön. Hm, prima. Sie und die Flippermaschine können ja an dem Budget weiterarbeiten, während ich mich in der Küche mit dem Waffeleisen beraten werde. Sehr hübsche Farbe. Sie ist grässlich. Finde ich auch. Ich wollte nur nicht unhöflich sein. Haben Sie schon die Ausgaben für den Unterhalt der öffentlichen Gebäude berechnet? Das hat Jim übernommen. Ich habe nicht gesagt, dass Jim die Berechnungen anstellen soll. Der Gouverneur hat's gesagt. Ich brauche die Zahlen, um mit dem Verwaltungsetat weiterzukommen. Nein, das brauchen Sie nicht. Jim hat das auch schon übernommen. Das ist doch wirklich lächerlich. Jim macht das Schulbudget, Jim macht das Verwaltungsbudget und alle anderen Budgets. Das Einzige, was Jim nicht macht, ist, ihre Fingernägel zu lackieren. Benson, kommen Sie mal rein. Kommen Sie schon, kommen Sie. Was ist denn los? Benson, ich brauche dringend Ihre Hilfe. Wir müssen uns unbedingt von diesem rollenden, neumarklugen Schotthaufen befreien. Ich dachte, Sie und er wären die besten Freunde. Das hätte er wohl gerne, aber dieser fahrende Konservenbüchsen-Einstein versucht mir eiskalt meine Arbeitsstelle wegzunehmen. Das ist interessant. Auf Dummschwätzerei ist er ebenfalls programmiert? Das ist wirklich sehr lustig, aber Sie werden Ihre Meinung schon ändern, denn Jim versucht, auch Ihren Job wegzunehmen. Das hat er doch schon längst. Benson, es gibt nur einen Ausweg aus dieser Situation. Wir müssen ihn töten, diesen Roboter. Sagen Sie, Clayton, sind Sie jetzt total verblödet? Nein, ich habe es ganz genau durchdacht. Sie werden ihn ablenken und ich stelle ihm ein Bein, dass er die Treppe hinunterfällt. Toll, was? Ich soll ihn also ablenken. Wie stellen Sie sich das vor? Soll ich mich in Aluminiumfolie einrollen und ihn an den Sensoren kraulen? Ja, wenn es hilft, dann kraulen Sie. Clayton, reißen Sie sich zusammen. Sagen Sie mir, was passiert ist. Tja, also, es hat ja eigentlich ganz harmlos angefangen. Der Gouverneur hat Jim gefragt, ob er nicht seinen Terminkalender für ihn führen könnte. Sie scherzen. Ja, das wäre nicht so schlimm gewesen. Das ist ja immerhin eine ganze Menge Arbeit. Aber dann hat er ihn gebeten, die Namen aller politisch wichtigen Personen zu speichern, ihre Vorlieben, ihre Abneigung, ihren Geburtstag und Benson. Ich bin immer verantwortlich gewesen für die Führung der VIP-Liste. Ja. Das muss für Sie sehr schlimm sein, Clayton. Ja, das Schlimmste habe ich Ihnen noch gar nicht erzählt. Jetzt hat er es sogar geschafft, meinen intimsten Geheimcode zu knacken. Welchen Code? Meinen Oberkellner-Code. Jetzt weiß er den Namen von allen großen Restaurants und die Spitznamen der Spitzenköche. Benson, wozu braucht mich der Gouverneur jetzt noch? Er braucht mich weder für die Honneurs noch für die Hotels. Kommen Sie, Clayton, und beruhigen Sie sich doch wieder. Hören Sie, Clayton, das wird schon wieder. Reißen Sie sich zusammen. Sie heulen ja den ganzen Ledersessel voll. Kommen Sie, hören Sie auf zu schniefen. Hier, nehmen Sie das so. Ich nehme lieber gleich zwei, dann drei. Das kann nicht schaden. Na schön, dann werden wir eben wegen des Roboters was unternehmen. Was denn? Ich weiß nicht, vielleicht sprechen wir nochmal mit dem Gouverneur darüber. Aber das wird nicht gehen. Jim macht doch neuerdings für ihn all seine Termine. Na kommen Sie, lassen Sie uns in die Küche gehen. Bei einer Tasse Kaffee fällt uns sicher etwas ein. Und wenn uns doch nichts einfällt? Dann fliegt er die Stufen runter. Irgendwie fühle ich mich nutzlos. Jim macht all das, was ich früher gemacht habe. Ich sage dir, das war die beste Idee, die ich jemals hatte. Er hat sogar meine Buchhaltung in Ordnung gebracht. Das hättest du auch selbst tun können. Um deine Buchhaltung in Ordnung zu bringen, braucht man nur 10 Minuten. Aber nicht, wenn man es seit 8 Jahren nicht mehr gemacht hat. Denken Sie nach, Benson. Denken Sie nach. Ich bitte Sie. Ich kann nicht nachdenken, wenn Sie die ganze Zeit jammern. Denken Sie nach, Benson. Denken Sie nach. Ja, aber wir müssen ihn doch irgendwie loswerden, diesen... Spätestens 10 Uhr gehört er zum alten Eisen. Weitermachen.
Hallo Jungs, was gibt's Neues? Sagen Sie ja nicht, mich nochmal anzusprechen, ist das klar? Was habe ich denn getan? Ich werde auch nicht mehr mit Ihnen sprechen. Hm, ich denke, die sind sauer wegen... Wegen Jim? Ja, Pete. Wehe, Sie bitten ihn rüberzukommen. Nichts weiter, Jim. Und die Kugellager, läuft alles rund, ja? Wieso sind Sie eigentlich so sauer auf Jim? Wir sind gar nicht sauer auf Jim. Wir werden ihn nur ein bisschen umbringen. Aber wir sind nicht sauer auf Jim. Was ist denn dann los? Naja, ich will es mal so formulieren. Wir sind nur verärgert, weil der Gouverneur Jim die Macht hier überlässt. Ach, aber er macht doch nur das langweilige, untergeordnete Zeug. Ich finde ihn wunderbar. Ja, Roboter sind ein wundervolles Werkzeug, aber sie sind eben nur ein Werkzeug. Aber man braucht nun mal einen Menschen, um menschliche Probleme zu lösen. Ich finde, Sie reagieren etwas überempfindlich. Oh nein, ich denke, die beiden haben recht. Denise, bitte, das ist Männersache. Benson, können Sie neben dem Roboter auch dieses Schmalhirn hier beseitigen? Ich kann es einfach nicht glauben, dass Sie alle hier auf einen Roboter eifersüchtig sind. Jim, könnte ich dich bitte mal in meinem Büro sprechen? Gewiss, Gouverneur. Hallo, wie geht's dir? Hallo. Es wird doch nur eine Sekunde dauern. Ich wollte mit dir nur noch mal die Presseerklärung durchgehen, die du heute Morgen geschrieben hast. Weißt du, wo du sagst, dass der... Presseerklärung? Haben Sie gehört? Jetzt schreibt der Roboter schon meine Presseerklärungen. Wieso regen Sie sich so auf? Das ist doch nur wieder eine von diesen langweiligen und untergeordneten Arbeiten. Denise, hast du das gehört? Ich habe leider nicht zugehört. Männersache. Okay, okay, ich habe es schon verstanden. Die Frage ist nur, wie bringen wir ihn um? Er ist eine Maschine. Wir können ihn gar nicht umbringen. Aber wir können ihn abwracken. Also gut, wo steckt diese trottelige Technik-Teedose auf drei Rädern? Sie sind doch nicht unglücklich in diese Aludose verknallt. Predigen Sie keinen Stuss, Benson. Ich habe verdammt miese Laune. Dieser Roboter hat die Schmerzgrenze weit überschritten. Na, dann hat er ja schon sehr viel von Ihnen gelernt. Ich komme geradewegs vom Metzger. Dieser Blechheini hat meine Bestellung geändert. Er reißt meine ganze Arbeit an sich. Und ehe der Hahn dreimal kräht, ist Jim Haushaltschef und ich bin überflüssig und welke dahin. Ich weiß, was Sie meinen. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Ah, genug gesprochen. Ich will Taten sehen. Ich werde mir diese überqualifizierte Dose vornehmen und mit einer Metallsäge filetieren. Das ist die richtige Sache, Fräulein Kraus. Ich habe schon mit einem Schreibhändler gesprochen. Augenblick. Das ist doch lächerlich. Wir versuchen dauernd Jim dafür die Schuld zu geben. Das Problem ist der Gouverneur. Er ist derart beeindruckt von Jims Fähigkeiten, dass er vergessen hat, was wir die ganzen Jahre über für ihn getan haben. Was können wir tun, um ihm das klarzumachen? Ganz einfach. Ab morgen werden wir ihn mal dezent darauf hinweisen, dass er ohne Menschen nicht auskommt. Warum geht denn kein Mensch ran? Vielleicht ist die Telefonanlage defekt. Denise, ich... Benson? Kraus! Fräulein Kraus! Ich verstehe das nicht. Wo sind denn alle? Benson, was ist hier los? Keine Ahnung, Sir. Ich war draußen Golf spielen. Ich bin nur hergekommen, um meinen Schreibtisch auszuräumen. Was haben Sie da gerade gesagt? Benson, ich verlange eine Erklärung von Ihnen. Hat Jim Ihnen etwa nichts gesagt? Jim? Ja, Sie wissen doch, Ihr Blechassistent in dem Aluminiumanzug. Was ist mit ihm? Nun, wir hatten gestern Abend eine Besprechung und wir haben beschlossen, dass es nicht gerade sehr kosteneffektiv ist, wenn wir alle hier herumsitzen, während Jim die Arbeit quasi ganz allein machen muss. Und deshalb haben alle von Ihnen gekündigt? Ganz und gar nicht. Aber als wir es Jim erzählt haben, hielt er es für besser, uns zu feuern. Ach, das ist doch einfach lächerlich. Ich möchte, dass jeder von Ihnen morgen früh wieder da ist. Warten Sie mal, Gouverneur. Denken Sie nicht, wir sollten das logisch betrachten? Es ist doch niemandem damit geholfen, an unnötigem Personal festzuhalten, oder? Darf ich mal erfahren, was Sie mit unnötigem Personal meinen? Also, da kommt Jim gerade. Es ist seine Idee. Dann kann er es Ihnen doch besser erklären. Jim, was bedeutet der Begriff unnötiges Personal? Es handelt sich hierbei um Personen, deren Hauptfunktion in der Interpretation von Daten besteht. Diese Funktion wird von einer Maschine effizienter erfüllt. Hm. Könntest du mal die Personalakten durchgehen und uns ein Beispiel geben? Bitte warten Sie. Downey, Peter J. Das kann nicht sein. Dubois, Benson, kein zweiter Vorname. Moment, das kann doch wohl nur ein Witz sein. Endicott, der dritte. Clayton R. Das ist doch lächerlich. Ich kann ohne diese Leute unmöglich arbeiten. Gatling, Eugene X. Ich kann doch nicht ohne... Gatling? Eugene Gatling, das bin doch ich.
Aber ich kann doch hier unmöglich als unnötiges Personal eingestuft werden. Machen wir uns nichts vor, der Gouverneursjob besteht aus Dateninterpretation. So wie Jim die Dinge sieht, wird diese Arbeit schneller und besser von einer Maschine gemacht. Habe ich das im Wesentlichen korrekt formuliert, Jim? Korrekt. Hm. Aber Jim, wie kannst du denn sowas sagen? Ich habe eine Tonvorrichtung mit 12 Oktaven, einen Synthesizer. Nein, halt die Luft an, Elektrofuzzi. Er hat gemeint, wieso? Weil es logisch ist. Aber meine Entscheidungen beeinflussen das Leben von Menschen. Wenn wir jede Gesetzesvorlage nur nach Fakten und Zahlen beurteilen würden, wäre das etwa doch... Etwa unmenschlich? Benson! Ich glaube, ich habe Ihr Argument verstanden. Welches Argument? Ich habe mich in letzter Zeit zu sehr auf Jim verlassen. Richtig, das ist mir auch schon aufgefallen. Ich werde mich gerne mit Ihnen treffen, um Ihre Vorschläge für das Schulbudget nochmal durchzugehen. Sagen wir um 2 Uhr? Ich werde da sein, Gouverneur. Ich denke, es wäre besser, diese Probleme nochmal von einem menschlichen Standpunkt aus zu betrachten. Oh, noch was, Benson. Ja? Feuern Sie den Roboter. Wird mir ein Vergnügen sein. Weißt du, Jim, es fällt mir schwer, dich das zu fragen, aber bist du hier wirklich absolut glücklich? Ich bin nicht auf Gefühle programmiert. Oh, ich bin froh, das zu hören. Das macht es für mich gleich um einiges leichter. Gibt es etwas, das ich tun kann? Jimmy, deine Arbeit hier ist leider so gut wie beendet. Wohin soll ich gehen? Was soll ich tun? Komm schon, Jim, du bist doch clever. Kauf dir einen neuen Lack und ein paar neue Schrauben und bewirb dich bei Krieg der Sterne, 7. Teil.